Ja, liebe Genossinnen und Genossen, lebendige Debatten gehören zu einer lebendigen Partei. Aber es gibt Debatten, die sind sachbezogen, die bringen uns voran. Und es gibt Debatten, die sind überflüssig und die schaden uns. Und ich finde, eine Debatte, wie sie teilweise auch im Vorfeld dieses Parteitages geführt wurden, wo wir selber den Eindruck vermitteln, als wären auch wir der Meinung, in unserer Partei gäbe es auf der einen Seite Pro-Europäer und auf der anderen Seite Anti-Europäer. So eine Debatte ist überflüssig. In unserer Partei gibt es keine Anti-Europäer. Das ist vollkommen absurd. Und ich sag mal, ich bin froh und ich stimme dem Entwurf, so wie er jetzt vorliegt, zu. Weil ich finde, dass wir dort, und ich bin auch froh, dass es, wenn auch mit großen Schwierigkeiten, bei der Präambel jetzt gelungen ist, dass es keine Kampfabstimmung gibt, sondern dass wir eine gemeinsame Präambel haben. Aber wenn wir uns diesen Entwurf angucken, was steht denn da drin? Da steht doch ganz klar drin, wie sehr wir kritisieren, dass die EU eine neoliberale Politik macht. Eine Politik der Marktentfesselung, eine Politik für Banken und Konzerne und gegen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gegen die sozialen Interessen in der EU. Das haben wir doch klar in unserem Entwurf formuliert. Und da steht auch klar drin, dass wir Demokratieabbau in der EU und über die EU kritisieren. Und da sind wir doch nicht die Einzigen. Es haben namhafte Intellektuelle kritisiert, die EU sei eine Fassadendemokratie. Und das ist sie doch auch, diese EU-Kommission, dieser Lobbyistenclub von Banken und Konzernen. Das kritisieren wir doch gerade, weil wir eine andere EU wollen und ein anderes Europa. Und natürlich kritisieren wir genauso hart die Militarisierung und Aufrüstung in der EU. Und ich muss mal sagen, auch gerade in der deutschen Debatte, was für eine gespenstische Debatte, wenn für einen Herrn Gauck und einen Herrn Steinmeier das 100. Jubiläum des Ersten Weltkriegs und der 75. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs, wenn das der Anlass ist, jetzt zu sagen, Deutschland muss wieder Kriegsmacht werden, muss noch mehr seine Soldaten in alle Welt schicken, ja, dann müssen wir doch umso mehr sagen, stopp, das darf nicht sein und wir als Linke werden das niemals mitmachen. Und wenn das ein Hindernis für Regierungspolitik ist, dann ist es ein Hindernis. Und da dürfen wir nichts aufweichen und da werden wir nichts aufweichen. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir haben doch nun wirklich keine Bringschuld gegen den Mainstream oder gar gegenüber der SPD, uns sozusagen zu rechtfertigen, dass wir doch auch proeuropäisch sind. Andersrum wird doch ein Schuh draus. Ich finde, wir führen diese Debatte teilweise viel zu defensiv, viel zu zurückhaltend. Wir haben doch nicht die Agenda 2010 verantwortet mit Hartz IV, Leiharbeit und Minijobs und einem wahnsinnigen Lohndumping, das ganz Europa unter Lohnsenkungsdruck gebracht hat, das für die Krise in vielen Ländern mitverantwortlich ist. Das waren doch nicht wir, das war doch die SPD und die CDU hat es fortgesetzt und die FDP und die Grünen waren auch dabei. Sie waren das doch alle. Die sind doch verantwortlich. Und genauso muss man doch sagen, wir haben doch nicht im Bundestag die Hand gehoben für eine brutale Kürzungspolitik, die in den südlichen Ländern 18 Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit gestürzt hat, die ganze Länder ins Elend stürzt, die Europa immer tiefer spaltet. Wir haben dagegen gestimmt, solche Kürzungsdiktate gegen Griechenland, gegen Spanien, gegen Portugal und Irland zu verhängen. Und unser Parteivorsitzender war da in Griechenland solidarisch mit den griechischen Linksparteien und da wurde er beschimpft als Vaterlandsverräter. Das ist doch unsere Europapolitik. Da müssen wir uns doch nicht rechtfertigen. Ich komme gleich zum Schluss. Und ehrlich gesagt, eins möchte ich nur noch erwähnen, weil ich es wirklich interessant fand. Die SPD hat ja auf ihrer letzten Klausurtagung Jürgen Habermas eingeladen. Das hat in der Presse leider wenig die Rolle gespielt, weil Herr Habermas hat der SPD nämlich ziemlich den Kopf gewaschen bezogen auf ihre Europapolitik. Er hat dort nämlich Folgendes gesagt, ganz kritisch hat er gesagt, also diese Europapolitik von SPD und CDU, das sei eine, bin gleich fertig, Europa-umarmende Sonntagsrhetorik, währenddessen in Wirklichkeit dort eine Politik stattfindet, die strikt
anlegerfreundlich ist und wörtlich Habermas um den Preis der Entwürdigung ganzer Völker und ihres sozialen Absturzes dafür sorgt, dass reiche Anleger und Banken freigekauft werden. Und ich finde, Habermas hat das sehr richtig auf den Punkt gebracht. Das ist die Europapolitik dieser Bundesregierung, die die SPD sogar schon in der Opposition mitgetragen hat. Das ist eine Politik, die ist europafeindlich, die ist antieuropäisch. Und dagegen kämpfen wir gemeinsam in diesem Europawahlkampf. Ich danke euch.